Herzlich willkommen zurück hier zu Tales of Zestiria. Ja, die Prüfung des Windes ist abgeschlossen und wieso zum Henker, es wird sich hier oben sind hier Viecher. Hä? Verarschen? Eine Glücksharpie, hä? Wow! Die sah jetzt vorhin gar nicht so stark aus. mit was? Das ist nicht schlecht. Hier, schwäche Feuer und der plötzlich Widerstand gegen alles andere, von dem her kein Problem. Und was war das überhaupt? Ja, der hat ziemlich viel Power. Ja, wieder mal ein geiler Anfang für ein Part, was mich jetzt wirklich gerade frage ist, warum zum Henker ist hier oben so, ja, halt ein Glückshabe, ist sogar eine 7 auf dem Kopf. Erinnert mich gerade ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Mit der Glück 7. Ja, wieso ist die plötzlich hier oben und verarscht uns so, WTF? Gut, sie lesen sie ja selbst in Ruhe und sie sieht dann nicht so aus, als wäre sie irgendwie besessen oder so einen starken Humor oder so, das ist einfach nur, naja, viel zu stark für uns. Und hallo, eine Attacke weg, waren wir uns und sehen, der mal höher ist. Crazy. Jo, was soll ich jetzt eigentlich zunächst machen? Jetzt haben wir alle 4 Prüfungen bestanden, damit sind wir jetzt eigentlich ein wahrer Hirte, hoffe ich zumindest mal, und deswegen jetzt in der Zeit, dass sich Zoe und Rose wieder richtig anziehen. Sieh wie also. Jetzt er wieder sich wünscht. Die Yuri aus Tales of Vesperia trägt, ja, was für mich eben noch ein bisschen aussieht wie Jude aus Tales of Xillia 2, aber ist ja ein anderes Thema. Der Aufbruch, nee. Die Hirtenkleidung. Mikio lassen wir, weil das sieht einfach nur, sorry, aber sowas, naja, doof aus, sag jetzt mal. Vor allem steht es überhaupt nicht. Das ist irgendwie jetzt gerade ein bisschen anders, war. Ah, so. Ein bisschen neuer, reißendes Mädchen. Gleichmäßigkeit. Was gebe ich ihr denn da am besten? Land der Engel. Ede Geister, ja, Tales of Xillia 2. Tales of Grace F. Sieht mal fest ein bisschen zu damenhaft für sie aus, weil man so ist, wo sind eigentlich doch nichts. Der Rest passt soweit noch, gut bei ihm, naja. Nee, garantiert nicht. Gut, der Hirte ist back und jetzt geht's los. Weil wir wissen nicht, was jetzt gleich passieren wird, ob wir jetzt irgendwo hinkommen und vor allem die Frage ist, kommen wir jetzt wieder runter? War da die Treppe? Sieht so aus. Ah, gut, okay. Jo, ich muss sagen, wir haben einen Safe Point hier und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, die 4 Prüfungen sind bestanden, also jetzt müsst ihr eigentlich, so aus meiner Rollenspielerfahrung halt her, müsst jetzt eigentlich etwas passieren und zwar etwas nicht so Schönes. Und im Gegenteil, wir machen jetzt direkt ein herrliches Unheilsblatt und stellt sich raus, der war gar nicht der wahre Bösewicht. Wie kommen wir jetzt hier wieder schnell runter? Das ist natürlich die andere Frage. Wir brauchen immer noch unbedingt ein Training eigentlich nicht. Was kann ich hier vielleicht? Da ist ein Speicherpunkt. Ja, oder wir gehen. Was Dinge, die einen in Ruin Angst einjagen? Unmöglich. Nee, wieso? Das Rose Outfit passt ihm noch nicht ganz. Dann machst du bei ihr doch wieder so.
wie ursprünglich war, reisendes Mädchen, so. Naja, machen wir es original. Gut. Ja, 4 Prüfungen sind bestanden. Schön, wo geht's jetzt lang? Hast du irgendwie eine Idee, Rose? Cliff-Sekte, wir haben es gehört. Eine Cliff-Sekte, war gut. Suchen wir das mal, wo zum Henker waren die schon wieder? Geht natürlich nicht, das war eigentlich so erwartet, dann nehme ich halt den Vulkanwald. Zur östlichen Senke, jo, passt. So. Nach groß vorbereiten, denke ich, werden wir mal richtig abspeichern. Und dann, Freunde, wird's richtig, richtig übel gegen den Herrscher des Unheils. Jo, mal testen, ob ich jetzt da mit dem guten alten Dessel, ich laufe gerade in die falsche Richtung, war. Ja, mit dem guten alten Dessel schon ein bisschen stärker bin, weil wir haben gleich testen, war. Na toll. Ich bin nur mit auf 3. Wieso trifft der Sturmphantom nicht? Naja, also wenn wir zu sparen, bis er 4 hätte, oder? Damit wir dann eine geile Arte einsetzen können. Didi. Da brennt's. Was sagt die Musik? Das Bedrohliches. Okay, da wird es weitergehen. Die stehen da immer noch überstellt, nicht abgeholt. Und ich habe gerade was irgendwie brennen sehen, aber ist wahrscheinlich doch nicht hier. Verrückt. Bitte was? Eigenbeschuss hin. Wir sind der Hirte und wir sind so stark. Ja, hoffe zumindest. So, und jetzt? Niwa kakunin shita. Sasuga Sekirei no hane. Ii shira da. Tsugi mo tanomitai ga. Moushiwake nai kedo, bezu no shigoto ga haittete. また仕事?そう、実は。了解。 ローランス秘書官が接触してきた。 仕事の依頼があるらしい。なんだと?秘書官って皇帝付きの執事?うん、それに気になる情報も入ってきたよ。秘殿下が病没した弟の子を自分の養子として迎えようとしてるらしいって。確か、今のローランス皇帝は前皇帝と別の女性の子だよね。そして秘殿下は、あの事件で自分のこと共謀して、帝位を自分の直系に継がせようとした。 秘書官は、それを忘れてはいないだろうね。いいわ。私が処理する。受けるの?私たちの旧敵と言えるやつからの依頼を。忘れないで。本当にやらなきゃダメな仕事なら、依頼主が誰でも関係ない。それが私たち、でしょ?そう、だよね。棟梁すごいよ。 棟梁の名は伊達じゃないってね。依頼人とどう接触しようか。
ペンドラゴの城に忍び込むよ。本気かい？呼び出したって本当の依頼主は来ないでしょ。代理人じゃ意味がないんだ。ちゃんと見極めたいから。分かった、城に行くならみんなを呼ばないと。大丈夫、俺も行くから。同志として見過ごせないことがあるんだ。え？いいの？どうする？棟梁ロゼさん、ローランス皇族は氷魔との関わりがあるらしいのです。僕たちだけで行く方がいい。トル、フィル、私らだけで行くよ。その方が動きやすい。わかった、気をつけて棟梁。スレイ、棟梁を頼むよ。ああ。なんか悪いね、風の骨のことに付き合わせちゃってさ。やっぱ心配だし、ほっとけないよ。氷魔が絡んでるのならなおさらだ。ついに来た。行くぞ、ペンドラゴニー。デゼル、本当にやるつもりなのか？今さらだな。何の話？お前が知る必要ない。何それ、いいえ。やめろ、かつくんじゃない。仲のよろしいこと。黙れ、とっとと行くぞ。デゼル、ローランス皇族は本当に氷魔なんだな。火付きの悪い奴だ。行けばわかる。ライラ、わかっていますわ、スレイさん。なんか私に黙ってること多くない？ごめん。ちゃんと話せるようになるまでもう少しお待ちください。ま、いいわ、わかった。Wow, was für eine beschissene Situation. Ich dachte jetzt eigentlich, ja, da gehen wir da rüber und treffen da auf einen guten alten Hildorf, aber nö, im Gegenteil. Ja, so viel dazu. Also da zurück nach Pendragon. Was? Sag mal, es langsam hier die ganzen... Kann mal wahr sein, ey. Hä? Also jetzt ist hier aber langsam mal... Was zum Henker? Wieso komme ich nicht mehr zum Eingang hin? Jo, so wie scheint bereits heute ist getriggert. Okay, mal gucken. Ja, komm her, du Sau. So viel dazu. Du, 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 du. Dann bin ich doch mal gespannt, was sagt die Karte. Gut, bereits vorher, deswegen geht's nicht, wa? Mm. Da vorne ist wieder ein neues Kraut. Und sie haben überhaupt keine Chance. Du, 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 du. Willi, Willi, nice. Gut, nun direkt mal zum nächsten gerupften Vieh, denn ich brauche sehr viele SA für die mystische Arte mit Dessel in Combination. Jo, kein Problem mehr. So schnell kann es gehen und so schnell kriegen wir eine neue Kamille dazu für einen leckeren und wohltuenden Kamillentee. Ja, ja, wer es glaubt, also ich sehe ja nichts. Spezielles zumindest. Bin gespannt! Was wieder?
って感じじゃないね。今回の相手だけは俺に任せなって。悪いことは言わないから。ふざけんなよザビーダ。ふざけてないぜ、特に今回はな。ま、聞く耳持たないってんなら俺もいつも通りやらせてもらうだけだけどな。行かせるか。わかったよデゼル。俺にはどうしてもケリをつけなきゃならんやつがあと二人いる。だからこの最後の二発はその時のために大事に取ってたもんだ。おい話が見えない。ミクボ、男の本気は本気で受け止めるもんだ。覚えとけ。さあ来な。上等だ。なんでこうなんの。Echt jetzt? Schon wieder? Okay, also das finde ich jetzt schon ein bisschen lame, Leute. Also, sorry, aber das auf die dummsinnige Idee gekommen ist. Ja, das ist ein grandioses Problem, wa? Level 42. Ne, müssen leider auf die harte Tour machen. しばらくは防げる。わかった。最後の一発をくれてやるんだ。この菓子後で返しよ。なぜそこまで。なんとなくさ。ち、行けよ。俺はちっと寝るわ。Okay. Also. Man kann sagen, was man will, aber der Kampf selbst war gar nicht mal so übel. Vor allem, ja, kommt dann ziemlich mit Wind, oder? Und trotzdem haben wir noch ziemlich reingehauen. Obwohl ja eigentlich dagegen ziemlich stark war, also von dem her. Wir werden stärker und stärker. Jetzt muss man gucken, die Art muss ja nichts mehr machen. Das macht eigentlich soweit alles, so wie er will. Beziehungsweise sollte, nur ganz kurz mal, dann geht einfach den Klang noch. Nee, da geht mit physischem Angriff zu weit runter. Ups. Tja, aber die SR wieder runter, nee, geht auch nicht, Kettenmagier. Tja. Also ich hasse es echt, vor allem wenn die Esser runtergehen, weil mindestens vier brauchen die doch alle. Das ist doch doof. Da doch auch nichts Neues, war. Nö, sind noch drei. Zwei neue Punkte ist also auch cool. Mode habe ich eigentlich auch nichts zu tun. Objekte noch, was haben wir? Siegfried. Ein seltsames Werkzeug ist Zavida bei sich trägt. Es scheint von selbst mit Energie schießen zu können. Ist ja ein... An und für sich nicht so verkehrt. Fokus erhöhen gebe ich mal Mikleon, wenn wir alle mal ein bisschen über 100 sind in allen Bereichen natürlich. Ansonsten ja, vorbereiten, no, können wir noch machen. So wie das Geschenk. Zabida 誰かに打てば
汚れとの結びつきを断つ。そういう力の矢を打つための専用の弓というところか。この弾にその力は。おそらくこれが最後の一発か。そうなるね。どうやって作ったかわからない以上は。分解してみたらなんかわかるかも。スレイ、わかってる。元に戻せなくなるだけだよな。慎重に扱おう。貴重なものなのは間違いない。力を打ち出す。Denk nicht mal dran, Dessel. Denk nicht mal dran. Übrigens, bald am 8. so, dass, da fällt mir doch direkt mal eine Szene aus Digimon Adventure sein. Und zwar da, wo ihr Angemon und Angewomon auf Taiyomek geschossen haben, wodurch dann Agumon und Gaumon die Warp-Digitation ermöglicht wurde. Wegen dem Fall des Lichts und der Hoffnung. Jo, gehen wir rein, wa? Part, ja, Ein paar Minuten geht noch. Eine sehr schöne Idee. Noch mal ganz kurz gucken, ob ich in das zweifelsweise etwas Neues habe. Da ist alles noch gut. Ne, wie gesagt, hat das immer ein bisschen verwundert. Wie sieht es mit dem Verschmelzen aus? Hat schon ein bisschen besser. Oh ja, der Schirm. Ein bisschen verbessern geht doch immer. Aha. Die hat bereits schon 5. 6 und die 7 noch. Sehr schön. Jo, passt. Noch ein bisschen Wind-Action. Dann die Fluorid-Stiefel. Und natürlich zum Schluss noch die Feldspatstiefel. Oh, Läuferglück. Nö. Sieht eigentlich jetzt aus mit der ganzen Truppe. Man natürlich auch wegen den Essa. 5. Okay, dann noch 4. Passt. Jo, in diesem Sinne, Leute, würde man sagen, wieder danke fürs Zusehen. Nächsten Folge geht es ja dann weiter. Ich bin gespannt, was da genau alles passieren wird. Natürlich auch hinsichtlich halt Diesel und der Waffe, die wir halt von Savida bekommen haben. Ich gehe da ganz kurz pennen. Na ne, machen wir das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.